Aber man sieht, das Ofenrohr fängt hier schon an zu glühen. Jetzt haben wir schon Salat. Das Zelt fängt oben an schon zu schmelzen, aber das Rohr anliegt, ey. Zum Kotzen. Bisschen in den Finger geschnitten, macht nicht, geht weiter. Jetzt lag hier das, wir haben uns noch zu dumm angestellt. Ja, liebe Leute, wie ihr seht, wir sind unterwegs, aber nicht in unserem Dacia, sondern in einem kleinen Mietauto. Und zwar geht es heute mal zu einem ganz anderen Ding. Wir wollen nämlich ein Tipi aufbauen, einen Zeltofen drinnen aufbauen und richtig lecker kochen und uns dort richtig gemütlich machen, drinnen schlafen. Das ist schon immer ein Traum von mir, in einem Zelt mit einem Zeltofen mal zu sitzen. Ne? Und das soll quasi heute die Testtour werden. Wir wollen das Ganze nämlich dann auch mal in Schweden ausprobieren, im Winterwald, richtig. Aber um zu gucken, ob das ganze Equipment funktioniert, sind wir bei Theas Eltern im Garten. Da können wir uns schön gemütlich machen und alles in Ruhe ausprobieren. Ich freue mich schon übelst drauf. Ja? Ja. Und dann geht's los, wa? Jawohl. So, wir sind jetzt hier in Bärbels Garten angekommen. In Bärbels Elterngarten. In Bärbels Elterngarten, genau. Das Coole ist ja, wie gesagt, wir wollten das gerne mit dem Zeltofen ausprobieren. Ich habe lange gesucht, was wir nehmen können. Ihr seht es gleich. Das ist ein Zeltofen der Firma Winterwelt. Der ist aus Titan. Und man sieht es, kann hier mit zwei Fingern halten. Der wiegt nur 2 Kilo, deswegen mit 2 Fingern. Und ja, das seht ihr gleich alles. Den habe ich vergünstigt bekommen. Danke da schön dafür. Schaut da mal vorbei, wie gesagt, die haben zigtausend coole Sachen für Zelte, Zeltöfen und so weiter. Ich verlinke das unten mal. Ansonsten als Zelt verwenden wir dann dieses Tipi hier. Da wollte ich auch gerne was haben, was ein bisschen leichter ist. Haben wir uns selbst gekauft. Das ist das Hellsport Passweg 4-6. Kostet, glaube ich, 500 Euro. Und die Bodenplatte auch nochmal 150. Aber ja, das wiegt auch bloß 5 Kilo und das ist für ein Tippi schon relativ leicht. Und wir haben sowas noch nie aufgebaut, wir wissen gar nicht, ob das alles zusammenpasst und funktioniert. 5 Kilo, 5 Finger deswegen. Genau. Wir wissen gar nicht, ob alles zusammenpasst und ja, kalt ist es auch, es passt, es ist windig und kalt. Ja, auf geht's. Und dann versuchen wir es mal aufzubauen, ne? Ja. Das ist gar nicht so einfach, so ein Ding aufzubauen, weil man muss das erstmal hinlegen, dann rundherum alle Heringe reinmachen und dann aufstellen und dann muss man das ewig lange nachjustieren, dass das passt. Wie man sieht, da unten sind dann so eine komischen Ecken drin. Aber ich glaube, das müssen wir auch nicht so genau nehmen, denke ich mal. So, und hier oben können wir dann das Ofenrohr theoretisch durchführen. So, dann bauen wir das gute Stück mal auf. Da haben wir quasi einmal so ein Stellkonstrukt schon einmal aufklappt. Und dann auch jetzt schon als Feuerschale verwenden könnte, wenn man das wollte. Finde ich schon mal geil. Also das Teil wird dann immer im Auto bei uns dabei sein. Weil man kann es halt multifunktionell einsetzen. Sieht so schön aus, so neu. Noch? Bis er brennt. Und dann haben wir halt hier den Deckel, der dann oben drauf kommt, mit schöner Luftzuführung hier auch. So, und schon ist der Grundofen fertig. Hier unten kann man jetzt noch die Stelle aufklappen. Da kann man den schön hinstellen. Das Teil ist wirklich extrem leicht. Der wiegt hier 1 Kilo ungefähr. Ich wollte es wirklich unbedingt leicht haben. Normalerweise wiegt so ein Zeltofen 10 Kilo und mehr. Und wir wollen das ja auch mal in den Schwedenwald irgendwo schleppen. Und wenn das Zelt aus Baumwolle ist und 15 bis 20 Kilo wiegt und der Ofen 15 Kilo wiegt, das musst du erstmal irgendwie hingebuckelt kriegen. Und so wiegt Zelt und Ofen zusammen unter 10 Kilo, also ja, 8, 9 Kilo ungefähr mit der Bodenplane. Und das ist schon echt geil. Ne? Das Einzige, was ein bisschen blöd an dem Ofen ist, ist das Ofenrohr. Das ist nämlich nicht so ein Ofenrohr, was man zusammensteckt, sondern das ist quasi ein gerolltes Rohr. Und das muss man erstmal ausrollen. Quasi ist einfach nur so eine Metallfläche. Und das rollt man aus. Und wenn es ausgerollt ist, dann rollt man das so zu einem Ofenrohr. Das wird spaßig gleich. Ne? Und dann können wir es irgendwie da durchführen. Ich vermute, dass das dann die Durchführung auch ist. Dass dann das Zelt uns nicht abfackelt. Ich hoffe, das funktioniert damit auch. Und das kommt dann ganz oben drauf, damit es nicht reinregelt oder irgendwas. Keine Ahnung. Genau. Werden wir sehen. Die Baubärbe? Ja. Das geht's. Ja, das hat ja besser geklappt als erwartet. Ist allerdings ein bisschen lang. Das werden wir wohl mal nochmal kürzen können, dann denke ich mal, bei Gelegenheit. Jetzt haben wir hier noch so eine Bodenplane, die mit rein muss. Da sind wir uns aber noch nicht ganz sicher, wie wir das machen, weil der Ofen, ob man den Ofen dort einfach draufstellt, ist bestimmt nicht ganz so schlau wegen der Strahlungswärme. Müssen wir mal gucken. Aber ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Auf jeden Fall wird es total cool. Ich freue mich schon, wir kochen dort gleich übelst geil drauf, Bärbel, oder? Oh, ich habe schon so einen Hunger. Mm. Mal gucken, ob es klappt alles. Ob der Ofen auch dicht ist. Ich habe eigentlich einen Kohlenmonoxidmelder mitgenommen, wollte ich mitnehmen. Ist irgendwie abhanden gekommen, dass der losbrüllt, falls hier irgendwas schief geht. Aber das kriegen wir auch so schnell hin. Wir wollen ja auch nie mit dem Ofen schlafen, wenn der an ist. Den machen wir dann frühs wieder an und abends aus.
Mal schauen. Also übelst genial. In der Plane ist natürlich jetzt schon was drin, ich glaube, wo man den Ofen hinstellen kann. Da braucht man sich gar keinen Kopf machen. Kann man bis zum Rand aufmachen. Und noch besser ist, das wird direkt mit solchen kleinen Mini-Schnapsverschlüssen hier direkt mit im Zelt eingeklipst. Also das hat sich echt gelohnt, das extra Geld noch für die Plane auszugeben, oder? Sehr durchdacht. Echt geil. So, jetzt in den Ofen rein. So, jetzt sind wir hier im Wald, jetzt gehen wir schön Holz holen. Ich wollte ja schon seit Ewigkeiten mal eine ordentliche Axt und eine ordentliche Säge haben. Da habe ich mir jetzt hier den Silgi Big Boy gegönnt. Also das gleiche Ding habe ich auch in klein. Das Coole ist, dass das wirklich, also ne, meine Hand im Vergleich, damit kannst du ganze Wälder umsägen. Die ist richtig teuer, aber richtig gut. Ich war damals von der Kleinen schon begeistert. Hat so eine Schrägverzahnung, wie auch immer, sägt richtig geil mit dem Zug. Und seitdem ich ein Kind bin, wollte ich schon immer mal eine ordentliche Axt haben. Und habe immer bei die anderen Bushcrafter beneidet, die so eine coolen Äxte haben. Und ich habe mir jetzt auch mal so eine Hulter Force Axt gegönnt. Total geil. Das Teil sind denen das Trekking Beil, die wiegt ein Kilo ungefähr. Und ich liebe so eine alte, toll verarbeiteten Sachen. Also diese Klinge, das ist alles handgearbeitet hier, dieser ganze. Ah, ist das nicht schön, Bärbel, oder? Mundgenutscht das Teil. Mit so einer schönen Scheide hier, total geil. Ist das so, ja, ne? Ja, ja. Gut, total cool. Und das kommt jetzt erstmal zum Einsatz. Was sagst du dazu, Bernd, zu dem tollen Equipment? Ist geil. Ja, kannst du gleich sägen, während ich zugucke. Ja, genau. Guck mal hier, die kleinen Zahnstocher, die können wir alle mitnehmen. Ja. Hier rumliegen, vom Sturm. Schönes, trockenes Kiefernholz. Dann gucken wir mal, was die Säge leisten kann. Alter Vater! Mit einem Zug durch erfasst. Das ist der Knaller, das Ding, ey. Wow. Da braucht man natürlich eine ordentliche Armspannweite. Da wird der Bärbel ein bisschen dran. da wird der Bärbel ein bisschen schwer fallen mit den kleinen Mäusehänden. Ich setze mir das Knie absägen. Du musst hier mal ein bisschen hochhalten, den Knüppel. Ein bisschen mit dem Finger geschnitten, macht nicht, geht weiter. So, da hocke ich jetzt hier schön auf meinem Hocker vor meinem Ofen und ja, wir haben auch schon, wie man sieht, Rotlicht installiert. Rotlicht ist ganz wichtig, ohne Rotlicht geht gar nichts und noch ein bisschen Weißlicht, dass wir hier ein bisschen was sehen in der Hornsche. Macht auf jeden Fall schon mal einen gemütlichen Eindruck. Hier um den Ofen rundherum werden wir dann unser Nachtlager aufbauen. Ich werde jetzt versuchen, den Ofen zu entzünden und hoffe, dass das hier mit dem Teil da quasi hier, der Wärmeschutz, das ist eigentlich nur so ein bisschen Rohr ums Rohr, dass das hält und das Zelt uns nicht wegschmilzt. Lassen wir uns mal überraschen. Also der Ofen brennt schon mal ziemlich gut. Ich kann hier hinten auch gut noch an so einem kleinen Drehding die Hitze regulieren, also beziehungsweise den Zug. Aber wie man sieht, das Ofenrohr fängt hier schon an zu glühen. Und ich hoffe, es wird da oben nicht zu heiß. Werde ich dann gleich mal testen. Aber es brennt sehr schön und es wird da übelst warm mit drin, Bärbel, oder? Ja. Total geil. Das ist aber, wo wir die Tür noch offen haben hier. Aber gar nicht zumachen brauchen. Schwitzen. Ja, und hier drauf werden wir dann auch gleich kochen, hoffentlich. Bin ja schon mal gespannt, ob es klappt. Und jetzt sieht man schon, dass das Titan hier seine typische Verfärbung direkt bekommt. Die Einweihung quasi, die Taufung. Jetzt haben wir schon Salat. Das Zelt fängt oben an schon zu schmelzen, aber das Rohr anliegt, ey. Zum Kotzen. Aber gucken wir, ob wir das irgendwie verbessern können. Ich könnte kotzen, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wie man sieht, hier ist alles schon Plastik geschmolzen vom Zelt, also diese komische Umwandlung reicht da nicht zu. Also ich bin schon derbe frustriert, ich weiß nicht, wie wir das Problem lösen sollen. Keine Ahnung, dass das Rohr auf Abstand von dem Zelt gehalten wird hier. Das ist nicht so optimal. Naja, mal das Feuer ausgehen lassen und mal gucken, ob wir das noch irgendwie gerichtet kriegen. Ja, das ist das Problem hier, das ist dieser Zeltschutz hier angeblich und der soll das Zelt schützen, tut er aber nicht, wie man sieht, ist hier oben da das halbe Zelt, hier oben da schon auseinandergebrannt, hier klebt auch das halbe Zelt drauf. Herrlich, oder? Hervorragend. Zum Kotzen. Katastrophe. Ne, mal gucken, irgendwie noch hinkriegen die Scheiße. So, der nächste Versuch, ne, war Bärbel? Ja. Wir brennen hier gerade nochmal den Ofen an, erstmal das ganze Wasser da rausschütten mit der ganzen Kohle, wir haben das Ding ja gelöscht.
Wir haben jetzt oben die Durchführung ein bisschen so gemacht, dass da nichts mehr großartig irgendwie Berührung ist, aber optimal ist das trotzdem nicht. Ja, also nee. Da muss es irgendwie eine bessere Durchführung oder irgendwas geben. Also wenn ihr da Tipps für habt, wenn ihr Erfahrung habt, dann sagt mal Bescheid. So, lassen Sie trotzdem unser Bierchen erstmal schmecken hier, ne? Bierchen. Ja. Ja, das Feuer brennt schon mal. Ja. Hoffentlich nicht gleich unter unser Zelt wieder. Aber so war es schön warm, ne? Also ja. Hätte man sich gut vorstellen können, dass es funktioniert, wenn das mit dem Zelt funktioniert hätte. Richtig. So, es scheint jetzt zu funktionieren. Man muss die Flamme wirklich möglichst klein auch halten, damit das Rohr nicht so heiß wird. Diese Durchführung, die mit dabei war, also dieser Zeltschutz, das kannst du vergessen, das wird alles trotzdem zu heiß, da braucht man irgendwas Besseres. Aber der Ofen an sich ist echt genial, das Teil ist echt cool. Ich kann hinten kann ich den Zug steuern, hier vorne kann ich über die Klappe den Zug steuern. Also das ist echt gut gemacht für das kleine Gewicht und ja, ich hoffe, dass wir jetzt endlich zum Kochen kommen hier. Ja, man kann das Ofenrohr nochmal von außen abspannen und das wird wohl auch Sinn machen, weil das jetzt ja immer hin und her schwingt und gegen das Zelt stößt. So kriegt man noch ein bisschen mehr Stabilität ins Rohr. Ja, nur vor allem, wenn man das abspannt, dann kann es sich gar nicht mehr bewegen. Ne? Das steht ja richtig fest. Ja, genau, mehr Stabilität. Dann muss das nächste Mal ausprobieren. So, das Feuerchen brennt jetzt. Also wir haben auf jeden Fall daraus gelernt, dass wir das nächste Mal das Ofenrohr oben abspannen werden. Das ist schon mal das Wichtigste. Und dass das dann gar nicht mit so viel Zug und Druck irgendwo am Zelt landet. Da kann schon mal nicht viel passieren. Und dann ist es auch so stabil, man darf natürlich nicht gegen den Ofen rennen und so, man muss noch ein bisschen aufpassen. Aber dann müsste das eigentlich dann soweit auch funktionieren. Also wenn man es genau nimmt, ist es einfach eigene Dummheit. Wir hätten das gleich von Anfang an besser abspannen müssen. Ich habe halt gedacht, dass dieser Schutz um das Ofenrohr rundherum so gut schützt, dass da gar nichts passieren kann. Aber das ist falsch. Das wird natürlich, wenn der Ofen volles Rohr läuft, trotzdem zu heiß. Und der Ofen, den muss man natürlich auch ein bisschen kontrollieren, dass er nicht volles Rohr bollert und das Holz wegfeuert und eine übelste Hitze abwirft. Das kann man ja schön einstellen. Aber wenn man es noch nicht gemacht hat, muss man es auch erstmal lernen. Schön, wie es oben aus dem Schornstein rausqualmt und das Zelt nicht brennt. Herrlich. Oder Bärbel, das ist doch frustrierend, oder? Wenn man hier, dass sich da schon drauf freut, alles aufbaut ja. Und so. Und dann brennt gleich das teure Zelt ab. Ja. Also da habe ich ganz schön mit mir und meinem Ego zu hadern gehabt hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, ich war nicht den ganzen Mist in die Ecke geschmissen. Aber jetzt ist es umso schöner, weil jetzt funktioniert der ganze Spaß hier. Ne? Das sieht ganz gut aus, ja. Und wir haben auch draus gelernt. Man muss halt ein paar Sachen beachten. Und jetzt wird endlich gekocht. Kannst du dir vorstellen, wie wir jetzt in einem schwedischen Wald sitzen, bei minus 20 Grad am Feuer? Oh ja. Echt geil. Wir haben es draußen so 2-3 Grad, würde ich sagen, oder maximal 5. Ja, aber sehr windig auch. Ja, sehr windig und wir haben das Zelt jetzt zugemacht. Da läuft auf kleiner Flamme der Ofen, das ist eine Hitze hier drin, ist unglaublich. Wahnsinn. Richtig schön gemütlich, kuschelig warm. Ja. Und das Zelt brennt nicht momentan. Dass das so klein geschmolzen ist, ey, ohne Scheiße. Das ist der Vorteil, wenn du ein Baumwollzelt hast, ne? Das schmilzt dir nicht leider hin. Aber das wiegt dafür auch das Dreifache. Naja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Da hängt da noch so ein komisches Moskitogitter oben da vor dem Auslass. Das war halt weggeschmolzen. Das habe ich vermutlich erstmal abgerissen hier, wie so ein Lametta-Streifen. Braucht eh kein Schwein da oben, oder? Wir wollen ja nicht damit draußen sein, wenn, zumindest vorläufig nicht, wenn Mücken oder irgendwas da sind. Ja. Mir fiel gerade ein, dass es vielleicht doch nicht schlecht gewesen wäre, weil im Sommer ja gerne mal Viehzeug rumfliegt, aber mein Gott. Wir werden es im Sommer nicht benutzen. Da ist es halt so. Ja, wie man sieht, habe ich das Ofenrohr so gemacht, dass es quasi nirgendwo mehr was berührt. Und damit funktioniert das eigentlich ganz gut. Knoblauch mit Butter. Dann probieren wir mal Bärbels leckere Knoblauchbutter. Und schön knoblauchig. Geil. So, die Kartoffeln kochen schon mal. Da kann es ja dann gleich zur Brat-Action übergehen jetzt hier, ja. Oder? Endlich.
dem Stress mit dem Zelt heute, komme ich jetzt langsam so richtig runter, auch von der Arbeitswoche und so, weil ich ja eigentlich nur davor sitze und aufpasse, dass das Feuer funktioniert und genügend Hitze abwirft zum Kochen und sonst nichts mache. Auf kein Handy gucke, nicht irgendwo mit dem Laptop rumspiele. Gut, ab und zu mal der Kamera aber noch, aber das ist, ja, was ganz anderes. Oder, Bärbel? Man kommt so richtig schön runter, weil ja auch kein Radio oder nichts irgendwie vor sich hin dudelt. Ja, das haben wir ja sowieso schon eine ganze Weile abgeschafft. Genau, Radio hören wir auch weder im Auto noch sonst irgendwo. Ja, das ist echt gut. Naja, das fällt ja auch vielen schwer, mal mit sich alleine zu sein. Oder mit jemand Zweites einfach mal im Schweigen da zu sitzen. Das können ja auch viele nicht ertragen. Das muss man eigentlich mal machen. Ja, definitiv. Das ist eine tolle Sache. Und hier lodert nur das Feuer so ein bisschen vor sich hin. Und die Schnippelgeräusche von der Bärbel, sehr, sehr entspannt. Und gerade so ein Feuer hat eh irgendwas ganz Herrliches, Magisches, finde ich. Ja. Entspannendes, Beruhigendes, so eine Urgewalt. Geil. Man sieht, das Ofenrohr glüht wieder und Kari geiert schon wieder. Ja, also Kochen ist ein bisschen langwieriger als zu Hause, man muss immer nachlegen, man hat unterschiedlich starke Hitze, aber es macht sehr, sehr viel Spaß, hier drauf zu kochen. Ist ein ganz anderes Erlebnis als zu Hause. So, das Essen ist gleich fertig, das Ofenrohr glüht schon wieder, wir haben gezogen, es muss schneller gehen, ne? Scheiß drauf, dass es halt das Zelt abbrennt, ne? Egal. Auch schön muckelig, wie du gerade sagst, ne? Übelst tolle Wärme. Eine übelste Brut hier drinne, also das ist 30 Grad locker. Also ich bin hier im T-Shirt, ich schwitze. Ja, und draußen sind es vielleicht 3 bis 5 Grad oder irgendwas. Also da kannst du bei minus 10 Grad drin sitzen ohne Probleme. Ja. Noch sogar kälter wahrscheinlich. Essen ist gleich fertig. Ich so, Bärbel, lassen wir uns unser lecker super Essen schmecken. Ja, wir haben gekämpft. Guten Appetit. Schön, dass wir das noch hingekriegt haben heute. Das muss ja irgendwie ein Katastrophenzelt. Den Ofen angekriegt haben. Kann man essen zur Not, ne? Ja. Geht. So, die Bärbel hat sich da hinten schon mal schön gemütlich gemacht. Ich leuchte sie gerade schön an, da freut sie sich sehr drüber. Ich musste mal die Beine lang machen. Ja, oder? Jetzt haben wir hier nur noch im Prinzip schön das Feuerchen an. Und das Pufflicht. Und das ergibt eine herrliche, schöne, gemütliche Stimmung hier am Feuer. Einfach nur geil. Ach, Bärbel, das ist herrlich, mal ein bisschen runterzufahren oder so, ne? Ja. Kann man hier schön mit trinken, gerade einen Kinderpunsch, einen alkoholfreien. Ja, wir Kinder sind immer alkoholfrei, oder? Sollte man davon ausgehen, ja. Hofft mal, bei manchen Kindern bin ich mir nicht so sicher. Obwohl, nee. Nee. Auf jeden Fall haben wir jetzt nochmal wegen der Zeltdurchführung gegrübelt. Also es ist wirklich so, dass dieses Rohr, was hier mitgeliefert wird, was um das Ofenrohr drum geht, nicht ausreicht. Da muss einfach ein größerer Abstand her. Da gibt es spezielle Durchführungen für Tippis, die man kaufen kann. Ich werde mir aus Draht vermutlich irgendwas basteln, weil da geht es ja wirklich nur darum, dass das Ofenrohr auf Abstand gehalten wird. Oder man nimmt sich einfach irgendwelche Seile hier, Paracord oder so, und spannt dann oben an den Ösen vom Funkenfänger. Da sind so Ösen dran, dann kann man das Ofenrohr richtig an drei Punkten abspannen und dann dürfte sich das eigentlich auch überhaupt gar nicht bewegen. Wir werden es auf jeden Fall, wenn es Winter ist, nochmal machen. Ne? Ja. Wenn es richtig Schnee liegt, wenn es knackig kalt ist, unbedingt. Und dann werden wir das mit einem der gerade eben genannten Methoden versuchen hinzubekommen. Genau. Es kann nur nicht sein, dass es möglich ist, das vernünftig zu machen. Klar geht das. Wir haben uns nur zu dumm angestellt, beziehungsweise ich war zu gut, glaube ich. Ich habe gedacht, das geht schon, das kriegt man schon irgendwie hin. Ich versuche ja schon immer alles so gut, wie es geht, zu durchdenken und zu planen. Aber das ist halt, du musst halt deine Erfahrung einfach sammeln. Ne? Du machst auch deine Fehler dabei und ist auch gut so. Auch wenn es schon ein bisschen schmerzlich ist, und nachher ein neues Zelt gleich zu ruinieren. Ja. Aber das passiert halt, ne? Jetzt sind wir schlauer und machen es das nächste Mal besser. Lassen wir uns unseren Punsch noch schmecken hier. Und dann gehen wir die Haie, würde ich sagen. Ja. Haben sie schon schön ein paar Stunden vorm Ofen gesessen. Also gute Nacht.
guten Morgen. Morgen. Oh, also ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut schlafen, bärbelchen, oder? Ja, hervorragend. Es war also schön warm. Ja, wir haben auch so viel gefressen, da konnte der Körper uns genug wärmen. Ja, von um 10:30 ungefähr bis 5:33 haben wir komplett durchgepennt, ohne wach zu werden. Jetzt haben wir uns eine Stunde rumgesielt und ich habe über dieses Problem mit dem Ofenrohr nachgedacht. Und wir sind hier bei Theas Eltern auf dem Gelände und da gucke ich mal, ob ich ein bisschen Draht finde und was zurechtbiegen kann, dass wir heute nochmal einen Morgentee machen können. Wo ich sehe, gerade die Linse beschlägt. Ja, die Luftfeuchtigkeit scheint hoch hier drin zu sein. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr geil geschlafen, oder? Ja. Herrlich. Ist ja auch schön. Geräumig hier und alles, cool. So, Draht finden, Ofen anfeuern. Es wird großartig, ja. Ganz ruhig. Ah, wie man sieht, es wird langsam hell. Ich habe mir jetzt hier aus Draht eine Konstruktion gebogen. Aus Draht! Und dadurch ist das Rot schön stabil in der Position hier. Und kann nirgendwo mehr mit dem Zelt in Kontakt kommen und Schaden verursachen. MacGyver René hat wieder zugeschlagen. Ah, das staunst du, hä? Na. Schon ist es jetzt drin schön muckelig warm, der Tee kocht. Ah, ist das nicht ein herrliches, gemütliches Ambiente? Alles klitschnass im Zelt. Aber dank dem Feuerchen hier ist es hoffentlich gleich wieder alles trocken. Also meine Drahtkonstruktion ist ein Traum, sollte ich mir patentieren lassen. Da sieht man auch nochmal schön die Schäden von gestern. Aber jetzt ist das auch richtig stabil hier, ne? Man kann dran rumbatteln und es hält, bleibt wunderbar in Position, ohne irgendwas zu berühren. Eine Bärbel, ein Stück Draht und alles ist gerettet. Ja. Hätte man mal gestern Abend drauf kommen können, ne? Ja, gestern Abend war der Ofen aus. Da war der Ofen dann aus, ja. So, dann setzen wir uns erstmal einen schönen Tee auf. Und schon glüht das Ofenrohr wieder. Ich kann das wunderbar hier hinten steuern. Man beachtet die Ofenrohrfarbe. Ich mache ganz auf. Das ist richtig, glüht richtig hellrot. Jetzt drehe ich runter. Zack, Farbe weg, ne? Also so kann man das hier wirklich wunderbar steuern. Das ist echt richtig geil gemacht. Zusätzlich hat man ja hier vorne dann noch die Klappe zum Steuern, wo ich hier auf und zu schieben kann. Und da kannst du auch nochmal einen Zug steuern. Oder Bärbel, was sagst du? Hey, ist dein fertig, Feuer ist schön warm, alles trocknet im Zelt. Zelt brennt nicht. Das, noch besser. Das ist da herrlich, oder? Ja. Und alles mit einem Stück Draht gerichtet, ne? Geil, ich freue mich wie Sau. Ja, ja, hä? Ja, schau uns, ne? Sieht doch richtig professionell aus. Ja. Ne? Jetzt können wir hier wieder so richtig schön das Ofenrohr glühen lassen. Ich bin eh begeistert, wie gut das funktioniert. Das ist ja nur ein komplett gerolltes Blech. Im Prinzip durch die Hitze dehnt sich das aus. Durch die Ringe wird das zusammengehalten. Dadurch ist das Rohr halt ultra leicht und es funktioniert wunderbar. Und wie man sieht, trotz dass es glüht, oben das Zelt brennt und schmilzt nicht. So heiß konnten wir den gestern Abend gar nicht machen. Sehr, sehr geil. Herrlich, die Farbe, das sieht so cool aus. Tee ist auch gleich fertig. Ah, hier unten lodert's. Ach, das macht Spaß. Na, Kari, Schnecke, ist schön warm hier drin, hä? Jawohl, danke. Nächstes Mal machst du Holz. Oh, okay. So, Bärbelchen, ne? Da würde ich mal sagen, das Video ist beendet an der Stelle hier. Jetzt wirklich, ja. Genau, wir machen dann Frühstück noch hier und dann, dann bauen wir alles wieder ab, ja. Fahren nach Hause. Genau. Und ja, freut uns, dass ihr dabei gewesen seid bei diesem kleinen Mini-Abenteuer. Jetzt wissen wir, wie alles funktioniert. Jetzt können wir es wirklich mal in der Kälte im Winter ausprobieren dann, ne? Ja, bei diesem Auf und Ab. Genau, dank der MacGyver-Drahtkonstruktion. Brennt das Zelt gerade nicht. Ja, dann lasst euch gut gehen ansonsten, jo. Und bis später, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.